Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Beim letzten Mal haben wir unseren letzten Gegner hier besiegt, die Eiskönigin hieß sie. Oder Prinzessin, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Und anschließend habe ich hier nochmal ein paar Knochen gefarmt. Da ist nochmal eins. Komm, das nehmen wir aber jetzt nicht mehr mit. Sondern wir gehen jetzt direkt zurück in die Basis, denn wir bereiten uns jetzt erstmal nochmal ein bisschen weiter vor. Aber heute wollen wir eigentlich auch den ersten Schritt ins neue Biom machen. Deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich brauche noch ein paar extra Herzen. Wir haben zwei rote Herzen, die wurden auch noch gedroppt. Die nutzen wir auf jeden Fall erstmal. Aber erstmal brauchen wir dazu einen Herzkanister. Wie ging das denn nochmal? Da brauchten wir, glaube ich, Aluminium für, ne? Herzkanister. Lederkanister mit Aluminiumbarren oder Zinnbarren und Knochen. Haben wir Aluminiumbarren. So. Komm, sind wir mal hier gierig. 7 Stück, komm. Zack, 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 zack. Haben wir nochmal 2 extra Herzen. So. Zack, was fehlt uns jetzt noch? Wir bräuchten jetzt noch mehr Diamanten. Das heißt, wir kommen sowieso nicht voran. Gut, das heißt, ich kann jetzt den Rest hier erstmal wieder reinpacken. Ganzen Charts, die nekrotischen Knochen, Yeti-Fell braucht auch keiner aktuell. Wir brauchen eine neue Spitzhacke. Haben wir hier noch eine drin? Nein, aber wahrscheinlich haben wir vorne eine. Das schauen wir mal eben schnell nach. Wir haben ja auch Hühnchen geschmolzen, das nehmen wir auch unbedingt mit. Haben wir noch eine Spitzhacke hier? Naja, aber auch nur halb kaputte. Naja, aus 2 halb kaputten können wir eine Viertel kaputte machen. Naja. Naja, naja. Naja, 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 naja. Komm, nehmen wir die noch mit. Aber eine Steinspitzhacke bringt halt auch nicht viel. Ah, das wird schon reichen. Packen wir das mal hier rein. Mein Eisschwert ist übrigens kaputt gegangen, während ich gefarmt habe. Falls ihr euch fragt, wo das hin ist. Und wir sind hier auch schon wieder fast voll. Naja. Naja. So. Ich wollte eventuell noch Goldäpfel machen. Haben wir noch Gold? Ja, komm. Machen wir noch ein paar Goldäpfel. Jetzt hier fast 2 volle Leisten. Okay. Ah, davon können wir eigentlich ziemlich viele gebrauchen. So, 10 Stück. Das sollte aber dann auch reichen. Zack, zack. Ja, von den anderen Sachen haben wir, glaube ich, überall noch genug. Kann ich jetzt mit einem Dreierbogen eigentlich 3 Pfeile schießen? Offensichtlich ja. Aber ich brauche natürlich auch 3 Pfeile. Das heißt, das wäre gut, wenn ich das auf Infinity verzaubert bekäme. Das ist aber alles mal so eine Frage. Das weiß ich noch nicht. Ich schaue jetzt mal einfach noch kurz hier rein. Was haben wir denn hier noch für Tränke? Haben wir noch Stärketränke? Einen. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Stärketränke. Das sollte reichen. Haben wir hier noch welche? Ja. Haben wir nochmal einen mehr mit. Das reicht aber. So, und dann machen wir uns jetzt auch ins Biom wieder. Ins neue Biom. Mitgenommen. Wir können halt hier auch schon wieder Ofenkartoffeln machen. Könnten wir, aber wir halten uns erstmal ein bisschen an Hühnchen. Schöne Fleischdiät sozusagen. So, rein in den Twilight Forest. Und dann müssen wir eben nochmal auf die Map schauen. Und zwar müssen wir da nach Nordosten. Wir haben jetzt hier auch fast die komplette Map aufgedeckt. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich mehr nach Osten als nach Norden. Ja, wobei so ganz stimmt das auch nicht. Fahren wir mal so mittel. Da müsste jetzt gleich das Biom kommen. Wo wir sonst immer diesen sauren Regen hatten, der ist jetzt verschwunden. Sollte er sein, hoffe ich. Aber wir haben das Achievement ja bekommen. Und das hat ja wohl beim letzten Mal da gefehlt.
Wir fahren allerdings erstmal hier zu so einem halben Ding. Sollen wir nach dem südlich oder dem... Ja, wir machen den südlichen, weil der näher an dem Hauptdings ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal nur noch nach Osten. Ja, fliegen wir mal lieber so. Also ein bisschen schöner. Müsste doch gleich mal endlich da sein, oder? Ja, ein bisschen nördlicher noch. Da. Da sieht doch schon gut aus. Da ist so ein Strip, in den, das wir jetzt rein können sollten. Hoffe ich. Ja. Überall Dorn. Da ist schon so ein Turm. Aber erstmal wollen wir doch in das Kleine. Das sollte jetzt hier unter uns liegen. Und hier jetzt Dornröschen oder was? Dornrose. Verwittertes taubes Gestein. Das dauert ja ewig. Also wir dürfen nicht vergessen, normalerweise müssen wir uns hier durchbewegen, ne? Aber das ist schon wichtig, oder? Ja, vielleicht können wir... Also normalerweise kann man ja hier nicht so fliegen. Das wäre vielleicht nervig. Das wäre wirklich ein Labyrinth, aber das ist mir auch zu nervig. Also ich habe ja vieles mitgemacht in den Türmen und das Fliegen gelassen. Hier sollte jetzt aber eigentlich was sein. Das ist unterirdisch. Das taube Gestein braucht halt so ewig, um abzubauen. Und das ist überall. Das heißt, das ist nicht mal garantiert, dass da was drunter ist. Wir fliegen mal hier so hin. Vor den Links. Könnte man die eigentlich theoretisch abbauen? Ja, mit einer Axt könnte man sich durchschlagen. Ja, man darf nicht vergessen, fliegen. Also ich glaube, wenn wir hier das... Also normalerweise war das sonst immer so, dass man diese Minibosse auch besiegen musste. Also bekomme ich fliege jetzt extra hoch, um irgendwie zu sehen. Das Einzige, was ich wirklich sehe, ist halt dieses Ding. Wir fliegen mal zu so einem anderen. Wenn da auch so ein Ding ist, dann schauen wir da mal rein. Das ist halt das eigentliche Schloss. Das schauen wir uns noch später an. Erstmal möchte ich gerne diesen Vorboss haben. Deshalb schauen wir da jetzt mal nach, ob da auch sowas ist. Aber hier ist doch jetzt was ganz anderes. Achso, ja, hier sind gar keine Dornen in dem Biom. Aber das ist eigentlich das richtige Biom, wenn ich das... Aber das gehört da ja zu. Das ist direkt unter uns. Das ist auf jeden Fall unterirdisch. Ein bisschen östlicher vielleicht. Aber hier ist doch was. Was ist das denn? Das ist aber eher über uns. Das war da doch überhaupt nicht, oder? Hallo? Das ist mein Charakter übrigens. Okay, jetzt greift er mich an. Bergwiese. Panzerter Bergwiese, das ist ein bisschen schwieriger. Können wir dich runterwerfen? Kriegst du Fallschaden? Offensichtlich schon. Hast du was gedroppt, was ich aufheben kann? Riesenschwert. Giant Sword. Sword, man darf ja nicht Sword sagen. Sonst noch was? Wahrscheinlich muss ich da jetzt reinschauen in das Haus. Der Charakter sieht auch so hässlich aus, aber naja, man sieht ihn ja kaum, deshalb ist mir das eigentlich ziemlich egal. Da ist ja wieder einer. Gemeinheit. Uah. Ich will noch ein bisschen weniger Schaden, lieber Giant.
fliegen mal auf dein Haus. Nutzen hier mal schön unseren Dreierbogen. Stirb doch mal endlich. Müsst ihr nicht langsam mal wirklich sterben? Danke. Hier ist nichts drin. Hier ist wieder nur ein Giant Sword. Wir schauen jetzt nochmal in die Erfolge. Naga, Lich King. Da, alles. Alles soll drin. Finde die Lampe der Asche in den Trollhöhlen und du kannst die Dornbarriere überwinden. Okay. In den Trollhöhlen. Das heißt, das hier hatte damit gar nichts zu tun, vermutlich. Sondern wir müssen in eine Trollhöhle. Okay. Ist aber gut zu wissen. Das war jetzt trotzdem mal ein cooler Ausflug hier. Das war ein ganz schön interessanter Wald. Müssen wir hier wohl rein in diesen Wald? Nee, das ist zu weit nördlich. Das passt schon hier irgendwo. Hier irgendwo sind die Trollhöhlen. Trollstein. Klingt dann ja nach Trollhöhlen. In gewisser Weise. Das Ding kennen wir auf jeden Fall schon. Was ich jetzt leider nicht mehr habe, sind Fackeln. Habe ich noch Kohle dabei? Hoffentlich. Hoffentlich Kohle, Kohle, Kohle. Danke. Ein Glück. Echt keine Sticks dabei. Ich meine, ich kann mir welche craften, aber wieder mal ganze vier. Ich habe keine Hose mehr übrigens. Das ist nicht so schön. Okay, wir müssen mal eben noch ein bisschen Holz fällen. Das ist wirklich nicht so schön, dass ich keinen. So. Zack. Ich habe nicht zufällig noch eine Hose dabei irgendwo, oder? Ne. Egal. Sind hier irgendwo Trolle? Kann man aus Trollstein irgendwas machen? Wird auf jeden Fall in den Bergarbeiter-Rucksack gepackt. Ist das richtig? Nee, wird's gar nicht. Trollstein. Nicht so wirklich. Okay, gut zu wissen. Unreife Trollbeere. Vielleicht gibt's noch woanders einen Höhleneingang. Der scheint jetzt nicht der richtige zu sein, würde ich jetzt mal drauf tippen. Irgendwo, ich hatte doch einen Eingang gesehen, wo noch so Dornen waren. Das sieht hier alles nach Trolldings aus, ja. Gehen wir doch mal hier rein. Hallo? Ist hier ein Troll oder so? Nur mal so Blaze-Dinger. Und Frame-Einbrüche. Ja, ist ja gut. Ich glaube, es ist nicht so gut, dass ich keine Hose mehr habe. Vielleicht muss ich mir die wirklich gleich nochmal eine neue Hose craften. Ich sag einfach mal Obsidian mitten in der Luft. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, wie viele ihr hier seht. Ich mache mal zwischendurch wieder eine Fackel. Ich
Wow, das ist ein Höhlentroll. Aber das ist sicherlich nicht der Anführer der Höhlentrolle. Damit war nämlich viel zu leicht zu besiegen. Aber dann wissen wir schon mal, was uns hier erwartet. Es ist nur die Frage, wo müssen wir da genau hin? Skelett und ganz schön viele Creeper und... Na, es ist nur einer, aber... Wow, da hat mich eine Hexe vergiftet. Ist ja noch das Gemeinste von allen. Moment, warum wollten mich hier denn alle so umbringen? Ich meine, ich bin ungefragt in euer Revier eingedrungen, aber das kann doch nicht der Grund sein. Wie lange wird ich denn noch vergiftet? So, jetzt endlich nicht mehr. Jetzt muss ich mal eben wieder heilen. Mir gefällt das nicht, dass ich hier keine Hose habe. Kann ich mich die irgendwo in eine Hose machen? Knochenhose? Ich habe 11 Eisen. Lass ich mir mal aus Eisen eine Hose machen. Besser als nix. Ich habe kein Holz mehr, ne? Tidä. Hätte ich mir mal nicht so viele Sticks gemacht. Okay, hier haben wir aber noch genug. Und Eisen haben wir auch. Alles kein Thema. Einen Helm habe ich auch nicht mehr. Mein Eisen ist jetzt nicht das allerbeste, aber muss jetzt mal hier für unsere Vorlieben reichen. Zack. Zack. So. Was kann man eigentlich aus diesen Giant-Sachen machen? Das schaue ich mir auch gleich mal an. Warum habe ich Zucker dabei? Hä? Na egal. So, wir wollen jetzt aber weitermachen. Wir sind schon wieder Hexen. Böse Hexe. Irgendwas gegeben, eine Hexenhand. Trolle rennen alle auf mich zu. So, Hexe ist tot. Ich auch fast. Warum sind hier so viele Hexen eigentlich? Jetzt sind gleich meine Schuhe auch noch kaputt. Mit Schutz. Komm, craften wir uns auch nochmal neue Schuhe. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal eine Rüstung aus den... Ich glaube, das sollten wir nächste Folge dann auch nochmal angehen, eine Rüstung aus den Dingen zu craften. Doch töten, Hexe. So. Weil wir können ja auch Rüstungen aus den Drops der bisherigen Bossmonster craften. Ich glaube, das wäre mal ganz angebracht. Und eine einfache Höhle hier reicht mir schon und ich bin völlig verloren. Das nervt. Ich will doch noch ein Stück zumindest vorankommen. Boah, mein Schwert ist weg. Jetzt habe ich auf einmal so einen Verschleiß von Waffen. Aber gut, ich würde sagen, wir müssen da jetzt erstmal nach Hause gehen. Denn so macht das hier wenig Sinn. Ohne Waffen, ohne alles. Ich mache mir mal hier schnell ein Portal hin. So ungefähr. Und dann gehen wir uns hier nach Hause zurück. Und dann würde ich sagen, beende ich gleich zu Hause die Folge. Dann geht es in der nächsten Folge weiter, während wir uns darum kümmern, erstmal nochmal eine gescheitere Rüstung für uns zu machen.
und dann zu sehen, dass wir vernünftig vorankommen. So, und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt seit langem mal wieder eine Folge damit, dass wir uns hier einfach ins Bett legen. Zack. Dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.